Mehr Slimes. Hey. Das Einzige, was ich will, sind mehr Slimes. Hallo? Bist du sicher, dass es die richtigen Pipes sind? Oder schon, da drin sind? Ja. Ja, das sind die gleichen. Stimmt, sind die richtigen. Hey, das funktioniert ja auch nicht. Was ist das? Hast du das Tutorial oder wie gesagt von normalen Feed the Beast angeschaut? Was, Feed the Beast? Nicht Feed the Beast Tekken meine ich. Warte. Jetzt komme ich wieder auf den Server. Ich schau mir jetzt Tekken Light YouTube Video zu den Redstone Engines an. Paddy, du hast doch gesagt, wir brauchen Dings Leben, oder? Nö, nicht mehr. Nicht mehr, soll ich trotzdem mal mitnehmen, oder? Wenn du willst. Brauchen wir ganz bestimmt für irgendwas mal. Ja. Gott, die Farm wollte ich doch auch noch versetzen. Ja. Oh Gott. Ach ja, so. Ich wollte noch so viel machen irgendwie. Ich höre Zombies. Du wolltest auch eigentlich Curry heute aufbauen. Oh Gott, stimmt. Mein Gott, ey, das vergesse ich schon wieder alles. Jetzt setze ich erstmal die ganzen Öfen und alles nach unten. Mach das. Und dann gucke ich nochmal. Weil mit irgendeiner Maschine kriegt man aus einem Blaze Rod 4 Blaze Powder. So, das kommt da rein, das da rein, das da auch, das da auch. Wo kommt denn Lehm hin? Oh, pff, einfach mal da. Lehm habe ich zu normalen Stone getan. Achso, ja, pff, egal. So, Blaze Powder. Da kriege ich 4, da kriege ich 5, aus dem Macerator kriege ich 5. Okay. Das heißt, ich muss 5 da rein. So. Warum funktioniert das da? Okay. So. Ups. Oh oh, haben wir jetzt so viel Obsidian noch? Obsidian war... Auch bei Stein. Bei Stein. Bei schöne Steinchen. Okay, Gott sei Dank habe ich so viel Obsidian gefarmt. Da kriege ich ja auch Lava raus. Das will ich jetzt mal kurz testen. Dann sagen wir auch, dass wir das in Tacket Light nicht, weil in Tacket geht's auf jeden Fall. Ja. In Unischwürge gewachsen, das hier das. Ich will mal in Tacket Light. In Unischwürge gewachsen. Warum, ich finde Tacket Light besser, gibt's mehr Maschinen. Nein. Eben nicht. Viel weniger.
Ja. Light, das ist die Light-Version, die wo weniger hat. Echt? Ja. Light ist. Mir kam so vor, dass in dem normalen Ticket fast gar keine. Das sind so viele. Echt? Da ist vielfache davon drin. Ja. Light ist die abgespeckte Version. Schlecht, ja. Für Leute mit nicht so guten PCs. Raw Plastik habe ich ja glaube ich schon ein bisschen was. Auf Tagget umstellen und die Welt einfach kopieren. Das würde den Generator ein Problem geben. Warum? Weil es dann nur die Generator für Ding gibt. Ah, da ist mein Vater einfach mal wieder reingepflanzt. So, also Stone und die Scheiße da. Ah, wie viel brauche ich den? 14. Okay. Oh, da ist noch was drin. Achso, da kriege ich 3 raus. Okay. So. LOL. Was los? Gerade eben SCS Ambush of Death. Okay. Schlecht. Ja. Ich habe meinen PC mehr gehen, solange ich müde werde. Ah, okay, der braucht Energy, der braucht. Was braucht denn der? So, produce lava when the bleed wieder EU. It can take a max of it requires EU to fill up its internal tank of one bucket worth. A lava fabricator will output lava automatically. Ja. Das heißt, wenn es die Lava produziert hat, spuckt es einfach aus, oder was? Ja. Das will ich aber nicht. So. Du kannst hier dann in ein Leitungssystem machen. Hast du gerade einen Lava Fabricator gemacht? Ich könnte 13, 14 bauen. Ja, das ist eigentlich gar nicht schlecht, oder? Gieß den mal in unser System und pack den mal ein. Ja, es ist halt nur die Frage, ob wir 14 bauen wollen. Jetzt nimm den erstmal mit und schau, ob er funktioniert. Dass der hier genauso rumbackt, wer weiß. Alter Heiko, wir müssen mal einen anderen Aufgang machen, der dauert ja ewig hier. Ja, gell, ich wollte ja. Ja, wo soll ich ihn hinbauen? Okay, bauen einfach mal hier hin, da wo du gerade stehst. Da. Ja. Oh, Energy. Okay, was braucht er noch? Oh, er liegt schon los. Ist ja cool. Aber das heißt, achso, das heißt, wenn die. Das ist perfekt, dann können wir jetzt nämlich Magma Engines bauen. Magmatic. Magmatic? Das hab ich nämlich dafür gedacht, um die Quarry jetzt anzufeuern. Quarry. Ja, jetzt warte. Magmatic Engines können wir bauen, aber dann müssen wir noch einen Weg finden, die Energie in den so reinzubringen. Ja, jetzt pass aber auf, Heiko. Der Lava Fabricator funktioniert auch mit der anderen Energie. Der funktioniert mit beiden Energiearten. Ach so, okay. Steht zumindest auf der Wiki. Also das, was okay, wir Solarpanels bauen und können dann hier. Weißt du, das, was ja du da unten machst, das sind ja diese Minecraft-Joule und diese andere Energie. Ja, da machen wir ganz viele Solarpanels, das geht besser. Einfach was produzieren die?
Naja, die produzieren die noch.